Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored, die Maske des Zorns, die Definitive Edition für die PlayStation 4 Part 12. Ja, in der letzten Folge haben wir eine Abmachung getroffen mit unserem, ja, sagen wir mal unserem Slackjaw. Er hat gesagt, okay, hör mal zu, ich könnte dir bei deinen Problemen helfen, die Pendleton-Brüder aus dem Weg zu räumen. Meine Forderung ist erstmal, guck mal, was mit meinem, ja, mit meinem Kollegen Crawley passiert ist. Der war im Dr. Garvanis Büro, sollte Informationen beschaffen. Und ja, wir haben ihn dann, ja, tot auf dem Tisch liegen sehen, beim Dr. Garvanis Büro. Haben das dann mitgeteilt. Wir haben sogar eine Audiograph-Nachricht, ja, übersandt sozusagen. Und dann hat sich herausgestellt, okay, er ist tot. Wir müssen das jetzt anders machen. Ich brauche unbedingt ja, spezielle Informationen. Und diese geheimen Informationen befinden sich in einem Safe. Das Gute ist, diesen Safe haben wir schon mal gefunden. Nur fehlt uns leider die Kombination. Und mir ist dann natürlich eingefallen, stimmt. Er hatte was vom Kunsthändler erzählt. Und dieser Kunsthändler hat diesen Code. Und ja, wir sind hier bei der Golden Cat gelandet. Dort wird auch Emily festgehalten und wir sollen die Pendleton-Brüder irgendwie aus dem Weg räumen. Und da kam uns Slackjaw entgegen und hat gesagt, okay, hör mal zu, ich kann das für dich erledigen, laut und schmerzlos. Also ich werde sie auch nicht töten und so weiter, hat er ja gesagt, aber dafür musst du mir den Inhalt besorgen, was in diesem Tresor ist. Und ja, jetzt sind wir auch hier gelandet, endlich geht es wieder weiter. Ich freue mich wirklich sehr darauf und es ist ja passend Wochenende und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange herum. Ich mache die Cam aus, damit wir uns 100%ig auf dieses Spiel hier konzentrieren können und ich würde sagen, wir gehen mal in Richtung Kunsthändler, weil das nicht so weit entfernt ist. Schauen wir mal, ob es hier irgendwo Wachen gibt. Weil die Golden Cat kann ich mir gut vorstellen, dass sie gut bewacht wird. Wir haben nämlich hier schon so eine Wache gesehen. Da eine auf dem Balkon. Also ist nicht ohne, sage ich mal. Schauen wir mal, da haben wir auch eine Wache. Okay. Hier sehe ich schon... Ah, da hinten ist auch jemand. Da können wir aber nicht hin. Ich würde sagen, wir teleportieren uns mal auf das Dach. Okay, schauen wir mal, ob wir da rüber können. Ich hoffe, wir werden nicht gesehen. So. Machen wir mal die Nachtsicht, damit uns keiner entdecken wird. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir irgendwie hier runter? Wahrscheinlich schon. Hier wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Vielleicht müssen wir doch hier irgendwie... Gehen wir mal hier hoch. So. Okay, hier geht es nicht weiter. Alles klar. Rune oder Knochenartefakt in der Nähe. Okay, wo haben wir was? Hier haben wir eine Rune, Knochenartefakt. Noch eine Rune. Okay, also hier gibt es anscheinend wirklich sehr, sehr viel zu erkunden. Deshalb würde ich sagen, machen wir direkt hier weiter. Okay, hier sehe ich direkt einen Schacht. Da können wir, denke ich, mal reinhopsen. Müssen aber darauf achten, dass wir nicht gesehen werden. Ich überlege, ob es vielleicht Sinn machen würde, den hier auszuschalten. Warum würde jemand dafür Geld ausgeben? So, den nehmen wir mal mit. Damit er uns keine Schwierigkeiten bereiten wird in naher Zukunft. Okay. Ja, ich weiß, ich nähere mich gerade nicht zum Ziel. Also ich entferne mich eher vom Ziel. Aber das liegt daran, weil ich gerade diesen Körper loswerden möchte. Und den möchte ich natürlich nicht irgendwie tot irgendwo hinlegen. Ah, ich glaube, hier haben wir einen sehr guten Platz, würde ich mal sagen. Und zack. So. Da liegt er gut. Und da wird ihn auch keiner finden. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja mal gucken, ob wir irgendwie hier runterkommen können. Geht das? Weil ich höre hier auf jeden Fall
eine Rune. Okay. Ich weiß nicht, können wir hier irgendwie runter? Okay. Wollte schon sagen, geht das nicht? Okay, da unten haben wir noch eine Wache. Schauen wir mal, dass wir nicht entdeckt werden. Okay, perfekt. Wo haben wir denn die Rune? Hä? Ah! Scheint hier oben zu sein. Okay. Perfekt. 2 von 5 Runen gefunden. 5 gibt es insgesamt. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir mal, ob wir schon etwas verbessern können. Leider noch nicht. Wäre natürlich interessant, die Beherrschung vollständig aufzustufen, damit wir auch mal Menschen übernehmen können. Das ist sehr, sehr interessant. Bisher können wir nur Tiere übernehmen. Bisher haben wir das, glaube ich, wenn überhaupt nur einmal gemacht. Aber ich glaube, wir haben das gar nicht gemacht, oder? Haben wir das schon mal überhaupt versucht? Ich glaube eher nicht. Send us food, not bullets. Ja, schickt so nach dem Motto, schickt uns mal richtiges Essen und nicht Sachen, die man nicht essen kann. So, okay. Genug vom Essen geredet. Sonst kriege ich gleich wieder Hunger hier. können wir hier raus? Ohne gesehen zu werden. Das wird schwierig. Können wir da hoch? Geht das? Ah, perfekt. Wir können wieder hier hin. Ja, das ist ja cool. Das ist der Vorteil, dass wir die Teleportation auf die höchste Stufe gebracht haben. Dadurch können wir uns sehr, sehr weit voran teleportieren. Finde ich sehr, sehr schön. Dann müssten wir doch eigentlich im Prinzip auch da rüber können, oder? Machen wir die Nachtsicht aus. Ja. Okay, perfekt. Wir sind wieder hier. Würde ich sagen, wir machen die Nachtsicht an, damit wir auch hier genug sehen können. Schleichen wir uns mal hier rein. Ich muss die Männer auf ihre Posten schicken. Das Elfenbeinzimmer. Alles, was ich Ihnen sagen kann, dass es komplett schallisoliert ist. Den Rest können Sie sich denken. Castis macht mir weniger Schwierigkeiten. Manchmal wartet er nur im Rauchsalon und redet mit einem Mädchen. Lustig, wofür manche Leute Geld bezahlen. Okay. Schauen wir mal, was wir für Informationen bekommen haben. Morgan Pendleton ist im Elfenbeinzimmer im 1. Stock. Castis Pendleton ist im Rauchsalon im 2. Stock. Okay, wissen wir schon mal Bescheid? Gut, dann würde ich sagen, wir müssen irgendwie darüber, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Wir müssen aufpassen, dass uns hier keiner irgendwie sieht oder so. Das Problem ist, Elfenbeinzimmer, okay, wir müssen aber zum Kunsthändler. Boah. Hier ist, glaube ich, keiner, ne? Okay, riskieren wir es einfach. Greifen uns ihn. Ja, nehmen mal was zu essen. Bisschen Hunger haben wir schon. Okay, gehen wir mal hier rein. Oh. Generalschlüssel der Golden Cat erforderlich. Also, so einfach geht das anscheinend nicht. Alles klar, dann schauen wir mal einfach hier oben, ob es hier Möglichkeiten gibt, hier irgendwie diesen Körper hier irgendwo liegen zu lassen. Hier ist eine Putzfrau. Boah, hoffentlich sieht die uns jetzt gerade nicht. Hä, was ist das denn? Hä? Ist das Emily? Haben wir die schon... Hä? So schnell? Krass. Haben wir so schnell Emily gefunden? Ja, krass. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal hier alles auf. Dann würde ich sagen, hier auch die 5er-Münze mitnehmen. Dann legen wir mal diesen Körper irgendwo hin, würde ich mal sagen. Hm, wo machen wir das denn am besten? Machen wir mal hier in die Ecke. So. Okay, perfekt. Würde ich sagen, die Tür schließen wir auch hinter uns. So. Ich weiß nicht, ob diese Putzfrau noch zum Verhängnis wird. Ich würde sagen, wir machen die Tür erstmal zu, oder? Ach komm,
Wir versuchen sie erstmal. Ist das eine Putzfrau? Das muss ich gleich mal überprüfen. Das sah mir nicht wie eine Putzfrau aus. Die sah irgendwie freizügiger aus. Ja, das ist halt immer der Nachteil. Oh, ich habe hier was vergessen. Das ist halt der Nachteil, wenn man immer mit Nachtsicht rumläuft. Okay. Ja, das sieht nicht... Es ist eine... Achtung, Kurtisane. Ich weiß nicht, ob das ein anderes Wort ist für, ne? Will ich jetzt nicht sagen. Für eine Prostituierte. Sagen wir es mal so. Ah! Wer bist du? Warum trägst du eine Maske? Corvo? Corvo, du bist es! Ja! Du trägst eine Maske, um herumzuschleichen, richtig? Hm. Sie sagten mir, du wärst geköpft im Gefängnis, tot, wie Mutter. Das scheint so lange her zu sein. Aber du bist nicht tot. Wir können gehen. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihm. Okay. In die Richtung. Shit, sie rennt jetzt einfach, oder wie? Trophäe erhalten, auch nicht schlecht. Okay, essen wir mal ihre Vorräte einfach auf. The GC, okay. Hier ist doch irgendwas, oder? Okay, ich würde sagen, wir folgen erstmal Emily. Oder? Ach komm, das nehmen wir noch mit. Jawohl! Vermisste Frauen und die Golden Cat. Auszug aus einem Kriminalroman, der sich um die Golden Cat dreht. Mr. Arrowhoff. Sollten Sie meine Schwester ausfindig machen, so versichere ich Ihnen, dass meine Familie die Mittel besitzt, um Sie und Ihre Mitarbeiter dafür zu belohnen. Sie kennen Ihren Namen und Ihr Aussehen. Sie wissen alles, was wir über Ihre ersten Wochen in Dunwall wissen. Bevor Patricia aufhörte, mir zu schreiben. Da wäre jedoch noch ein weiteres Detail, das ich Ihnen nur zögerlich mitteile, weil es so unglaublich klingt. Es gibt in Dunwall ein Etablissement namens Golden Cat, ein Badehaus, so glaube ich. Auch wenn manche sagen, es sei ein Bordell. Für mich ist es unwahrscheinlich, dass Patricia mit so einem Ort in Verbindung gebracht werden könnte. Aber ich wäre nachlässig, würde ich Ihnen diese Information nicht mitteilen. Kurz vor Ihrem letzten Brief sagte der Cousin eines alten Freundes, dass er sah, wie Patricia dort aufgetreten sei. Sie habe gesungen und die Harfe gespielt. Vielleicht ist die Spur falsch, aber bitte gehen Sie ihr nach. Zu guter Letzt sollte Ihre Suche in der Stadt nicht bis zum Monat des Windes von Erfolg gekrönt sein, werde ich selbst aus Morley anreisen, um mir einen neuen Geschäftspartner zu suchen. Hochachtungsvoll, Madison Cainbright. Okay. Vermisste Frauen. Werden die Frauen von den Pendleton genötigt? Kann das sein? Also so wie ich das herauslese, vermisste Frauen, Dunwall, ja? Hm. Das ist mir gerade noch ein Rätsel. Okay. Nehmen wir das hier mal alles mit. Ich würde sagen, wir laufen mal nach unten, weil ich glaube, Emily ist ziemlich weit vorgelaufen. Ich weiß jetzt nicht, wo sie sich wieder versteckt hat, aber wir werden es hoffentlich noch herausfinden. Sie scheint ja auch klug zu sein, weil sie ja, hat sie gesagt, zweimal fast entkommen wäre. Wäre natürlich die Frage, schaffen wir das auch? Okay, ich sehe hier Emily gerade. Okay. Also zumindest durch die Wand habe ich sie gesehen. Okay, hoffentlich werden wir hier nicht gesehen. Gehört, was das kleine Mädchen. Amy oder Emily oder so ähnlich. Sie wollte fliehen. Irgendwie hat sie den VIP-Ausgang entdeckt. Wirklich? Ja, Prudence hat ihn seitdem abgeschlossen und besitzt den einzigen Schlüssel.
Warum ist sie überhaupt hier? Ist sie eine Nichte der Pendletons? Keine Ahnung. Sie halten sie unter Verschluss. Oh, ich glaube, einer kommt hier hoch. Schnell weg. Oder? War das ein falscher Alarm? Falscher Alarm. Okay. Boah, ich dachte, die kommt jetzt. Okay. Ja, da ist Emily. Ist aber ziemlich offen hier alles. Ich traue den Ganzen hier nicht. Elixier-Lieferschein. Hier ist das Elixier für diese Woche. Möge es ihren Damen wohlbekommen. Doch der Boss sagt, dass wir diesmal Geld als Bezahlung wollen. Keine Handel mehr. Craxton. Ah, ist das vielleicht der Grund, warum die Frauen vermisst sind? Weil die eingestauscht worden sind durch... Ja, für Geld eingesetzt für Elixiere. Nur um das Wohlhaben, damit man nicht von der Seuche getötet wird. Sie ist verschlossen. Prudence, die alte Schabracke. Sie hat mich auf der Flucht geschnappt. Sie hat den Schlüssel immer bei sich. Finde den Schlüssel, dann gehen wir. Okay. Ich verstecke mich hier so lange. Ob das gut geht. Okay, dann machen wir das so. Dann würde ich sagen... Ich weiß nicht, Schlüssel... Ich weiß nicht... Ah, hier. Generalschlüssel der Golden Cat. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das auch. Hier gibt es anscheinend Gold. Leider kann ich das nicht, ohne entdeckt zu werden, abholen. Von daher, ich würde sagen, machen wir mal hier einen kleinen Abstecher. Ich glaube, wir haben es. Sollen wir die noch überlisten besser? Ja, komm, mach mal. Sicher ist sicher. Gebietskarte. Da sind wir in der Nähe vom Büro der Madame. Haben wir, okay. Also wir sind im Büro. Dann gibt es noch einen ersten Stock. Silbernes Zimmer. Elfenbeinzimmer. Da befindet sich einer der Pendelnden-Brüder. Goldenes Zimmer bei der 7. Oh. Nummer 6 ist ein Rauchsalon. Genau, da ist der andere Pendleton. 10 ist der zweite Stock. Und 9 ist der Schlafraum. Nummer 2, Dampfraum. Haben die eine Sauna? Das müssen wir echt mal einen Abstecher noch machen. Das will ich sehen. Wie die das hier gemacht haben. Okay. Gästebuch der Golden Cat. Lord Morgan Pendleton mit... Was? Lolia im Elfenbeinzimmer, erste Etage. Mr. Bunting mit Betty im silbernen Zimmer, erster Stock. Und Lord Custis Pendleton mit Violetta im Rauchsalon, zweiter Stock. Ich weiß ja nicht, was sie da machen, aber das interessiert mich eigentlich weniger. Okay, hier gibt es nichts. Ah, Generalschlüssel benutzt. Ich weiß nicht, ob wir die Madame hier liegen lassen sollen. Ja, komm, machen wir. Die würde sonst nur alles aufliegen lassen. So, dann würde ich sagen, machen wir die Tür zu. Ich weiß nicht, ob wir so lange schon mal die Emily in Sicherheit bringen können. Weil ich würde sie jetzt ungern da ganz halt stehen lassen, weil ich wollte eigentlich noch den Code holen. Also... Dieses Haus liegt am Fluss. Du bist mit einem Boot gekommen. Ich warte beim Boot auf dich. Ah, perfekt. Ich kenne den Weg. Keine Sorge. Jawohl, perfekt. Ja, dann ist das erledigt. Ja, geil. Ich dachte schon, wir müssen mit ihr jetzt weg. Dann hätten wir jetzt vieles hier verpasst. Ja, cool. Dann können wir uns ja jetzt in Ruhe unserem Nebenmissionen widmen. Perfekt. Schauen wir mal, können wir auch hier durch? Yep. Ich weiß nur nicht, ob jemand kommt. Darum würde ich sagen, machen wir lieber schnell. Weiner. Identifikation und Behandlung. Auszug aus den Notizen von Dr. Galvani zur richtigen Behandlung der mit der Seuche infizierten Person. Wenn ein Opfer einmal aus den Augen zu bluten begonnen hat, ist ihm nicht mehr zu helfen.
Also ist ihm nicht mehr zu helfen. Nach unserem gegenwärtigen Verständnis der Seuche ist der Tod unausweichlich. Mit der richtigen Strategie können wir jedoch ihre Ausbreitung eindämmen. Alle, die mit einem Weiner oder Infizierten im letzten Stadium zu tun haben, müssen großzügige Mengen der vorhandenen Schutztränke zu sich nehmen. Auf die Variante kommt es dabei nicht an. Beispielsweise kann es Sokolos Elixier oder Pieros Arznei sein. Eine Dosis pro Tag für normale Soldaten, zwei für alle Offiziere. Die Distanz zu den Infizierten muss gewahrt werden, um den Kontakt mit parasitären Insekten zu vermeiden, die den infizierten Wirtskörper besetzen. Dazu wird der Einsatz von Speerwaffen oder Fernwaffen mit Brandmunition empfohlen. Sämtliche Gerätschaften, die dazu verwendet werden, Infizierte zu einer Deportationszone wie dem überschwemmten Bezirk zu transportieren, sind nach dem Gebrauch ausgiebig zu reinigen. Dazu zählen Metallzwinger, Transport- und Frachtwagen. Ja, sowas in der Art haben wir, meine ich, schon mal gesehen. Einer der ersten Missionen, wo ja Leichen auf so ein Schiff geschmissen werden. Ob es damit direkt was zu tun hat, ja. Aber wir wissen schon mal, wie die Vorgehensweisen hier lauten bei denen. Aber naja, soll uns weiter nicht stören, da wir nicht infiziert sind. Vermute ich mal. Von daher kümmern wir uns darum erstmal nicht so. Schauen wir mal, was haben wir hier noch. Hier ist eine Rune, ganz, ganz in der Nähe. Und ein Knochenartefakt. What? Wie konnte ich das denn nur hier übersehen? Okay. Oh, oh. Okay, schauen wir nochmal. Knochenartefakt. Hä? Wo war das denn? Habe ich das übersehen? Bin ich blind? Ah, hier gibt es doch einen Raum. Ah. Ah, ich bin so irritierend. Also so verwirrt. Ah. Okay. Ja, das ist auch der Vorteil, wenn man dieses Nachtsicht, also diese Fähigkeit hat, die Nachtsicht, dann kann man wenigstens sich daran orientieren. Ah, okay, was habe ich schon gesammelt und was nicht? Nervtötendes Ziel. 2. Was kann das? Gegnerische Schüsse können mit mittlerer Wahrscheinlichkeit verfehlen. Hatten wir das nicht schon? Ich glaube, das sind irgendwie Artefakte, die wir eigentlich schon gesammelt hatten, aber irgendwie nochmal sammeln können. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich ja die Definitive Edition habe. Und dadurch habe ich ja schon vorab einige Knochenartefakte im Voraus bekommen. Weil das kommt mir so ein bisschen komisch vor, weil wir haben nervtötendes Ziel 2. Haben wir auch einen ersten Teil? Weil wenn nicht, dann haben wir das auf jeden Fall nicht gesammelt. Ja, also so wie es aussieht, hatten wir das noch nicht. Aber ich kann mich auch irren. Kann sein, dass ich das wirklich doch nicht hatte. Aber okay. Ja, wir haben noch eine Rune bekommen. Wir könnten im Prinzip jetzt einen Windstoß hier erstellen. Ich würde aber gerne mal die Beherrschung voll machen. Ich würde gerne mal die Menschen hier beherrschen und gucken, wie das hier so aussieht. Deshalb sparen wir nochmal ein bisschen. Okay. Gucken wir noch hier weiter. Was haben wir hier noch? Eine Truhe. Mit ganz vielen Münzen. Perfekt. Dann können wir uns bei Piero wieder so ein paar Sachen zusammen kaufen. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal Richtung Kunsthändler, weil wir brauchen den Code. Okay. Es ist natürlich die Frage, ob wir irgendwie zum Kunsthändler kommen. Ich weiß nicht, ob wir hier... Wahrscheinlich eher nicht. Wir müssen irgendwie den blöden Weg leider laufen. Okay, schauen wir mal. Oh oh. Gut, dass wir uns hier rüber verfrachtet haben. Boah. Okay, die sind alle am Patrouillieren. Scheiße.
Okay, der wandert weiter. Dann nehmen wir ihn mal in die Mangel. So. Und ich würde sagen, wir ziehen uns mal schnell nach oben, damit uns hier keiner sieht. Dann würde ich auch direkt sagen, dass wir diesen Körper mal hier verstecken. Am besten auf dem Bett. Zack. So. Dann sieht es so aus, als würde er sich einfach hingelegt haben wollen. Ja, man muss ein bisschen improvisieren. Gut. So, den ersten haben wir. Jetzt natürlich die Frage, wo war der zweite nochmal? Was haben wir denn hier? Hundestatue der Kamines. Bringt auf jeden Fall ordentlich Geld ein. Also Münzen in diesem Fall. Hier haben wir noch irgendwas. Ich höre jedenfalls etwas. Da, eine Rune. Nur 10 Meter entfernt. Aber leider wird es bewacht. Von dem da hinten, glaube ich, oder? Ne, also es hängt da, aber irgendwas bewacht er, glaube ich. Egal. Nehmen wir die Rune mit. Wenn schon, denn schon. Haben oder nicht haben. Sind die tot? Sieht so aus. Okay, dann würde ich sagen, bevor er sich gleich umdreht, nehmen wir ihn mal. So. Okay, perfekt. Alter, was ist denn hier los? Haben die Schlafmittel bekommen oder was? Krass. Also irgendwie geht es nicht mit rechten Dingen hier zu. Ups. Was sagt denn eigentlich das Herz? Sie bringen sie aus Bauerndörfern uneheliche Kinder und Mäuler, die nicht gesättigt werden können. Sie dachten, sie würden in einer Fabrik arbeiten. Wenn sie die Wahrheit herausfinden, ist es viel zu spät. Ah, okay, also werden die benutzt. Die wurden wahrscheinlich mit falschen Informationen gefüttert, so nach dem Motto, ja, hier ist alles heile Welt und ja, in Wirklichkeit wissen die nicht, was auf die zukommt. Das wird wahrscheinlich mit den vermissten Frauen zu tun haben, dass die weiter, sagen wir mal, verkauft werden für die Elixiere. Alter, ist das krass. Also vermute ich zumindest. Zumindest aus dem VIP-Bereich, wo man ja rausgehen kann, hatten wir ja diesen Zettel vorhin gelesen. Und das würde zusammenpassen. Warum die erstmal vergnügt werden mit anderen und dann werden sie einfach wie Stück Scheiße einfach weggeworfen. Richtig übel. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie... wir müssen wahrscheinlich da durch, ne? Ah, die laufen jetzt komischerweise hier rum. Okay. Ja, hier wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Ich weiß nicht, ob uns jemand sieht, wenn wir da oben teleportieren. Die Pendeltons sind hier. Du solltest auf deinem Posten sein. Na los, du solltest auf deinem Posten sein. Dafür kannst du entlassen werden. Unglaublich. Ich denke, du hast kaum etwas getrunken. Wach auf! Okay, ist hier jemand? Ich glaube, wir müssen zum Kunsthändler. Vielleicht die Tür durch. Schnell. Und die Tür zu. Okay. Was haben wir denn hier? Kunsthändler? Endlich. Seit 20 Minuten musste ich so ausharren. Deine Schritte klingen etwas lauter. Hast du etwas zugenommen, Schätzchen? So wie letztes Mal, verstanden? Langsam. Und nur auf mein Kommando den Stromstoß aktivieren. Verstanden? Und das Stichwort heute Nacht ist, sagen wir, Rache. Hörst du's? Dann stopp. Einmal zu viel und du kannst dir eine neue Stelle suchen. Was wird das denn jetzt hier? Konzentrier dich bitte. Was müssen wir jetzt machen? Achso. Ist das jetzt einer, der auf Schläge steht oder was? Das kann doch nicht sein, oder? Oh, das war gut. Das habe ich verdient. Soll ich dir sagen, warum? Die Pendletons sind hier, nicht wahr? Fangen wir mit ihnen an. Ich habe sie betrogen, ihnen Tausende gestohlen. Ach Gott.
Du Sackgesicht, ey. Du hast wohl Freude an der Arbeit. Ja, du auch. Ich würde den so gerne einfach umhauen, aber ich glaube, wir müssen aus ihm jetzt den Code rauskitzeln, habe ich das Gefühl. Oh, du bist skrupellos. Hör nicht auf. Ich sag dir alles. Das Erbe der Pendletons war mehrere hunderttausend wert. Hab ihnen gesagt, es sei nur Schrott. Boah, bist du aber krass. Vorsichtig, ich habe einen Herzfehler. Oh, oh, oh. Geschieht mir recht. Halte dich an unsere üblichen Zeilen, bitte. Ah! Ah! Rache, Rache. Ah, das war perfekt. Aber mehr vertrage ich heute Abend nicht. Ruf meine Diener. Wir sind fertig. Was passiert, wenn ich nochmal drücke? Wir sind fertig, hab ich gesagt. Rache, jetzt lass mich frei. Ich werde dich auspeitschen lassen, du Schlampe. Boah. Der hat mich Schlampe genannt. Du bringst mich doch um. Ja komm, sag doch mal den Code. Kann mich jemand hören? Ich bitte dich, hör auf. Tu das nicht. Bitte, ich gebe dir alles. Ja komm, sag den Code. Was zum... Wer bist du? Was willst du? Die Kombination ihres Tresors. Der Safe? Ja, natürlich. Die Kombination ist 138. Nimm okay. Alles, was du findest. Mein Herzschlag hat schon einmal ausgesetzt. Gut, dann würde ich sagen, ich schreibe mir das mal eben auf. 138. Perfekt. Jawohl, wir haben den Code. Aber ich glaube, den hätte ich auch hier ablesen können, ne? Ja. Okay, aber macht ja nichts. Schadet ja nicht, nochmal alles aufzuschreiben. Perfekt, dann lassen wir ihn mal lieber am Leben und gehen wieder. Dann können wir Slackjaw hier Bescheid sagen. Und wir müssen keinen töten. Elfenbeinzimmer, VIP-Ausgang. VIP-Ausgang, okay. Jetzt ist natürlich die Frage. Mit Slackjaw. Wir müssen mit Slackjaw vorher reden. Das bedeutet, wir müssen wieder den Weg zurück, glaube ich. Okay, wir müssen aber darauf achten, dass wir nicht gesehen werden. Okay. Ich glaube, der Weg wird der richtige sein. Ja, ja, das ist der richtige. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder weg. Ich muss mal schauen, dass ich in die richtige Richtung renne. Geht's hier raus? Ah, hier sind wir wieder. Okay, perfekt. Das wollte ich auch. So, nehmen noch ein bisschen was zu essen mit. Wir sind ja sehr hungrig. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Slackjaw zurück. Beziehungsweise, wir gehen erstmal die Kombination einsetzen. Wir hätten auch den VIP-Ausgang nehmen können eigentlich. Ich weiß aber nicht, wohin dieser VIP-Ausgang führen wird. Ach komm, wir versuchen es einfach mal. Oder? Ich weiß nicht, wohin der Ausgang führt. Nicht, dass wir dadurch die Mission beenden, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr ärgern. Gehen wir einfach den klassischen Weg zurück, würde ich mal sagen. Ich weiß, ihr werdet jetzt bestimmt sagen, mein Gott, ist der bekloppt. Wieso macht er das nicht einfach? Dann kommt er vielleicht viel, viel schneller an. Ja, kann gut sein, aber wie gesagt, es kann auch sehr, sehr gut sein, dass wenn ich diesen Weg nehme, die Mission vorbei ist. Dann sagt ihr bestimmt, ja, dann speicher doch. Ja, kann ich alles machen, kein Problem. Aber ich möchte gerne, ohne Speicherstände laden hier mal durchspielen. Weil ich will das schon so, ja, realistisch will ich jetzt nicht sagen, aber ich will das schon so spielen, dass es im Leben kein Nachladen gibt. Ja, man hat nur eine Entscheidung und daran will ich mich auch halten. So, dann würde ich sagen, zu Captain's Chair Hotel gehen. Dann gehen wir wieder zurück, den klassischen Weg, wie gesagt. Ja, VIP-Ausgang. Kann sein, dass wir vielleicht schneller irgendwo ankommen werden. Aber wie gesagt, gehen wir den klassischen Weg. So.
Gut, ich hoffe, die Ratten sind hier mittlerweile weg, weil hier waren ja mal Ratten gewesen. Ich glaube, ich habe die ja gesprengt, ne? Na, irgendwie so. War schon wieder ein paar Tage her, dass ich das hier nochmal gehabt habe, beziehungsweise, ja. Habe ich wieder vergessen. Bin ich mal ganz ehrlich, aber ich meine, die Ratten haben wir in die Luft gesprengt. Okay, hier, okay, hier ist jetzt der Nachteil, hier kommen jetzt Wachen. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, dann würde ich sagen, schwuppdiwupp, wir sind drüben. Achtung, Bürger von Dunwall, Thaddeus Campbell, der frühere... Also die Ansage, die da gerade läuft, die meine ich, haben wir schon gehört. Von daher keine Sorge, dass wir irgendwas hier verpassen sollten an Informationen. Das haben wir definitiv schon gehört. Mit der Ketzer-Aktion. Okay, dann würde ich sagen, Teleportation nach oben. Jetzt müssen wir genau aufpassen, dass wir hier nicht gesehen werden. Hier laufen nämlich wieder die zwei Laufburschen. Und hier der an der Treppe. Wir sind wieder oben. Ich glaube, da kommt jetzt jemand. Shit. Schnell nach oben. So. Gerade noch geschafft. Gut, dann würde ich sagen, ab zur Distilleriebezirk. Gucken wir noch mal, ob er hier was für uns hat. Suchen Sie was Bestimmtes. Weiß nicht. Kommt drauf an, was du hast. Nö, du hast nichts. Dann kaufe ich auch nichts. Hast du nichts, kaufe ich nichts. Ich weiß nicht, ob die uns mittlerweile angreifen. Ne, alles friedlich, alles gut. Gut, perfekt. Dann gehen wir rüber zu Slackjaw. Ach, scheiße. Ah, ich hab's ja voll vergessen. Wir müssen erstmal den Code einsetzen. Ach, sorry, Leute. Ach, sorry. Ja, ich hab's voll vergessen. Ja, stimmt. Okay, gehen wir noch. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, ja, wir müssen ja noch... Oh, ich hab's voll vergessen. Wir müssen den Code erstmal noch eingeben. Oh, ich war wieder einen Schritt voraus. Aber Gott sei Dank lädt das nicht so lange. Von daher alles gut. Oh Gott, wie konnte ich das nur vergessen? Nee, nee, nee. Jetzt dauert's natürlich länger. Das war so klar. Vorhin war es nicht so lang. La la la. Na komm. Schneller. So, geht doch. Ih, der hat mich angerotzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich das Hin und Her gelohnt hat. Also für das Hin und Her laufen, nur fürs Rotzen. Nee, danke. So. Tür zur Wohnung des Kunsthändlers. Jawohl. Gehen wir wieder rein. Also so ganz umsonst sind wir nicht gelaufen. Wir können ja natürlich wieder diesen... Ja... Diese Abkürzung nehmen von unten vom Erdgeschoss. Wir müssen aber, glaube ich, zum Tresor wieder 1-2 Etagen höher laufen. Okay, schauen wir mal, ob es mittlerweile wieder Gegner gibt. Clevering Boulevard. Ah, okay. Da geht es natürlich wieder raus. Okay, da müssen wir hier hoch, logischerweise. Okay, ich glaube, die Schurken sind immer noch bewusstlos. Perfekt. Okay, okay, wir müssen nach oben. Noch eine Etage. Also, ich guck nochmal. Der Code war 138. Dann sehe ich mal zu, dass ich den Code schnell hier eingebe. So. Perfekt. Juhu, ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd. Ah, so sehen die Pendleton-Brüder aus. Also alle drei zusammen. Direkt mit. Rune nehmen wir auch mit. Einladung zur Feier der Boiles? Hm. Keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht ist es ja was Gutes. Ja, ich glaube, das war's schon wieder. Kann das sein? Zehnermünze. Ah, da oben ist noch was. Hallo?
Heilkräuter. Perfekt. Okay, das können wir nicht mehr nehmen. Nee, wir haben schon 10. 10. Okay. Könnt ihr mir jetzt mal bitte sagen, was ich jetzt hier gesammelt habe? Außer diesem Brief? Hä? Oder dieses Gemälde hier war der Schlüssel zum Allen. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier raus. Clavering Boulevard. Wir könnten natürlich wieder den unteren Weg gehen, aber ich glaube, das ist jetzt gleich schnell. Von daher. Hä? Ich verstehe das nicht. Wir haben dieses Gemälde gesammelt und diese Einladung. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Einladung für Slackjaw. Das kann natürlich auch sein. Gehen wir der Sache mal auf den Grund, indem wir jetzt zu Slackjaw zurückgehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht bekommt er einfach nur einen Anteil des Geldes. Das kann natürlich ebenfalls sein. Aber das ist alles nur Gerücht. Gerüchte über Gerüchte. Okay. Dann würde ich mal sagen, okay, ich habe vielleicht jetzt nicht den allerbesten Weg. Aber das geht schon. So, die sind da am Laufen. Würde ich sagen. Autsch. Schnell laden. Und weg hier. So. Ab zu Slackjaw. Haben wir noch was zu essen hier? Ich habe nämlich ein bisschen Schaden genommen. Wäre gut, wenn wir den Schaden wieder so ein bisschen stillen können. Also wieder, ja, aushebeln können. Mir fehlt das richtige Wort gerade. Ausgleichen, indem wir was essen. So, jetzt habe ich das Wort. Ja. Essen werden wir überall finden, denke ich mal. So. Gehen wir nochmal hier hoch, weil ich glaube, zuletzt mal, als ich hier war, wurde ich angegriffen. Dann gehe ich lieber über die Dächer. Schauen wir mal, ob wir hier noch was haben. Das sieht nicht so aus. Okay. Ich muss aber was zu essen geben. Ich habe Hunger. Da gibt's was zu essen. Zack, perfekt. Jetzt haben wir wieder volle Gesundheit und volle Mana. Dann reden wir mal mit Slackjaw. Packen wir die Waffe ein. Aus Respekt halber. Hier ist die Kombination für den Tresor des Kunsthändlers. Hast mir die Zahlen gebracht. Ich suche schon seit Monaten nach der Kombination. Komm zu mir, wenn du eine neue Arbeit brauchst. Slackjaw weiß, wenn er einen guten Mann vor sich sieht. Na klar, willst meinen Plan für die Pendletons wissen. Sieh mal, die Pendletons haben diese Minen. Hunderte von Leuten arbeiten da eine halbe Meile unter der Erde. Ich werde den beiden ihre Köpfe rasieren, die Zunge rausschneiden und sie in ihre eigenen stinkenden Minen verfrachten. Dann sehen sie das Leben mit anderen Augen. Okay. Ah, Ziel neutralisiert. Custis Pendleton. Und Morgan Pendleton. Ah, okay. Ja, der hat das mal gerade eben so erledigt, ne? Er steht vor mir, aber er hat es erledigt. Okay, triff Emily und Samuel beim Boot. Ja, perfekt. Wir haben es geschafft, liebe Freunde. Ich glaube, das war's schon. Dann würde ich sagen, verziehen wir uns hier aber ganz schnell. Bevor sich das hier jemand noch anders überlegt. Perfekt. Ey, ich bin ja voll happy, dass wir es geschafft haben. Ging doch etwas schneller als gedacht. Ich dachte, jetzt müssen wir nochmal doch zur Golden Cat zurück. Perfekt. Anscheinend doch nicht. Ich muss mal gucken, ob wir hier noch was zu essen hatten. Ich meine, wir hatten hier noch irgendwas über. Okay, nur Springminen. Dann ist es halt so. Oh shit. Okay, der Typ, der mich gerade hier verfolgt hat, der scheint mir immer noch nicht verziehen zu haben vom letzten Mal. Für die, die es nicht wissen, warum er es auf mich abgesehen hatte. Es liegt daran, die Ratten haben diesen Körper, den ihr auf dem Boden gesehen habt. Ja, die Ratten haben den aufgefressen. Und ich wollte eigentlich nur aus Respekt diesen Körper nehmen und einfach nur wegschaffen. Irgendwo, wo ihn keiner sieht und sich nicht ekeln braucht.
Und was ist der Typ, der sieht es als Beleidigung und sagt, hey, ne, du hast meinen Freund hier umgebracht. So nach dem Motto, was machst du mit seinem Körper? Und dann hat er es voll auf mich abgesehen. Naja, so zumindest die Geschichte. Und der ist wieder am Rotzen. Also dafür hätte ich jetzt lange Beine gemacht bei dem, aber okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Samuel zurück. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort wird Wahlhöhe stationiert. Perfekt, dann haben wir es ja gleich geschafft. Wie gesagt, ging doch etwas schneller als gedacht. Ich meine, als wir beim ersten Mal ja hier waren, war es ein bisschen heftiger gewesen, ein bisschen länger. Aber umso besser. Wir haben es geschafft. Sind Sie beide soweit? Corvo, Sie müssen heute Abend in der Stadt Wunder vollbracht haben. Ich kann meinen alten Augen kaum trauen. Ja. Ja, bringen wir Emily nach Hause oder wir können noch nicht los. Ich brauche noch etwas Zeit. Nee. Wir haben keine Zeit. Perfekt. Was haben wir denn? Gegner eliminiert einen. Ja, mein Gott. Zivilisten eliminiert 0. Alarme ausgelöst 0. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt 1. Ja, Chaosfaktor niedrig. Sehr, sehr gut. Und wir haben Sonderaktionen getätigt. Und zwar Slackjaw dabei geholfen, Crawley zu finden. Die Pendletons zur Arbeit in ihre eigene Mine geschickt. Und den Tresor des Kunsthändlers ausgeraubt. Sehr gut. Und es geht wieder zurück zum Hound Pits Pub. Ein erfolgreicher Tag in Dunwall. Emily ist wieder zurück. Campbell wurde getötet. Beziehungsweise, ja, eigentlich eher nicht getötet. Hätten wir machen können, haben wir nicht. Wir haben ihn, den Ketzer, gebrandmarkt. Und jetzt würde er sich wünschen, tot zu sein. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pendletons. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich, Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, Eure Hoheit. Vergebt mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von Erwachsenen-Dingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Ja. Mach deine Arbeit gut. Ich glaube, wir bekommen jetzt vielleicht ganz, ganz viel Lob. Lady Emily, ich bin Callista. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie jetzt in meinem Turm sehen? Kann ich sehen? Ja, gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Hound Pits Pub. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Callista, Corvo. Wir sehen uns später. Tschüss. Bis später, Peter. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben Sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für Sie im Parlament abstimmen. Sehr schön. In einer Nacht haben Sie mehr getan als die meisten Männer in Ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit Ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Okay. Wo ist denn der Sack? Dieser Lord Pendleton, den mag ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum, aber... Ah, schau mal, Beherrschung. Können wir jetzt machen. Menschenbeherrschung. Ja, perfekt, machen wir. Erlaubt die noch kurzzeitige Übernahme anderer Menschen. Oh, geil. Das wollte ich die ganze Zeit schon haben hier. Jetzt haben wir es. Können wir ihn... Ich weiß, das sind blöde Gedanken gerade, aber kann ich das? Nö. Bei ihm geht das nicht. Immer diese Hauptcharaktere, die man nicht benutzen kann. Die man nicht überwältigen kann. Naja, egal. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Lassen Sie mal die Waffen und Werkzeuge sehen, die Sie anbieten. Gucken wir mal eben. Verbesserung. Ja, Granatenkapazität. Können wir machen. Sprengminenkapazität auch, weil wir haben ja schon voll. Armbrustnachlader. Ja, komm, nehmen wir alles mit. Oh.
Pistolenmagazin, ja, nehmen wir auch mit. Alles gut. Ordentlich wieder Geld ausgegeben hier. Wo ist denn Lord Pendleton? Hier drin, glaube ich. Nee, das ist Martin. So, hier haben wir was zu essen. Wo ist denn der Lord Pendleton? Wo ist denn der Sack? Ah, da hinten. Ah, hier haben wir wieder Münzen. Nehmen wir mal mit. Ach, er ist schon wieder da hinten. Schauen wir mal, was er uns jetzt zu sagen hat. Corvo, die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Havelock? Oder Schneeflock? Nee, Spaß beiseite. Nee, Havelock sucht wieder uns. Er hätte auch mit uns schon direkt reden können. Immer dieses Hin und Her. Okay. Ja, es ist eigentlich wieder soweit, die Folge zu beenden. Aber das können wir noch eben machen. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Ja, dann sag ich mal Prost. Ja, Hauptsache, die sitzen rum und machen gar nichts. Aber okay. es soll keine Kritik sein. Campbells Tagebuch. Erstaunlich, wie viele Aufseher er erpresst hat. Das Buch ist in der Tat der Schlüssel zu. Ich habe hier was gesehen. Ha! Gut, dass ich Nachtsicht immer anhabe. Weil dadurch sehe ich immer ordentlich Geld rumliegen. Ja, liebe Freunde, ich würde vorschlagen, dass wir hier erstmal eine Pause machen. Wir gönnen uns mal ein Bierchen hier in diesem Salon, sagen wir mal. Houndpits Pub. Ey, ich will ein Bier. Schwierige Zeiten für die Familie. Vielleicht sollten wir nicht sprechen. Okay, dann halt nicht. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle jetzt eine Pause machen. Wir haben sehr, sehr viel geschafft. Wir haben die Pendleton-Brüder auf jeden Fall, ja, lautlos, sagen wir mal, entsorgt. Sind aber noch am Leben. Das war auch der, oder ja, das Ziel gewesen. Die Intention, dass wir so wenig wie möglich morden, damit der Chaos-Faktor niedrig bleibt, weil sonst immer mehr Ratten hier erscheinen. Und ich denke mal, das machen wir mittlerweile ganz gut. Auch wenn wir ganz am Anfang der, ja, in den ersten Folgen haben wir ja so ein bisschen Chaos gemacht, aber ich glaube, das hat sich wieder so ein bisschen gefangen. Finde ich gut, dass das immer so ein bisschen wieder gerade rückenmäßig wieder funktioniert. Aber schauen wir mal. Vielleicht wird es ja noch wieder schlimmer. Und bevor es wieder zu Samuel geht, würde ich sagen, machen wir eine kleine Rast. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr morgen wieder zur nächsten Folge einschalten würdet, wenn es wieder heißt Dishonored, die Maske des Zorns. Bis dahin, alles Gute. Ciao.